Hallo und herzlich willkommen zurück zu Nintendogs und Cats. Hallo Kiwi! 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 Ja, Kiwi, ja fein! Ja, hallo? Ja, Feilchen. Oh, glückliches Hündchen ist glücklich. Pfote geben! Oh. Na, hab's dir. Hopp, hast du fein gemacht. Ich habe mich entschieden dazu, kein Let's Play aus Nintendogs zu machen, auch wenn das alle wollten, sondern so eine Art regelmäßiges Let's Show, wo wir halt immer mal mit Kiwi lustige Abenteuer erleben, um euch zu zeigen, was Kiwi alles so kann und macht und tut. Oh, was ist denn los heute mit dir, Kleines? Anhänglich. Im Kinn kraulen, Kinn gut. Und wir nehmen das Ganze jetzt auf im Livestream. Das bedeutet, es sind keine Ahnung, wie viele Zuschauer dabei. Oh, du liegst dich. Warte, ich bin abgelenkt. Ich muss den Hund knuddeln. Oh, kawaii, Desone. Auch. Auch. Genau, Kiwis Adventures. Einfach quasi Kiwis Adventures. Immer ein bisschen bürsten vielleicht. Oh, magst du nicht. So kann das sein. Die Haare mal weg. Vorsichtig, immer mit dem Strich. Ich mag's nicht so, ja, ich weiß. Über den Kopf kann man das dann also auch so machen, vorsichtig. Okay, du glitzerst schon, du bist also so richtig sauber, sauber. Machen wir die Haare von der Bürste weg, alles gut. Okay, okay, es sind 1100 Zuschauer, die sich alle den Popo von Kiwi angucken. Ah, Kiwi, ja, was ist denn? Ja, was willst du denn, Kiwi? Sollen wir irgendwas Besonderes machen, meine Kleine? Ein paar Tricks üben, bevor wir jetzt zu den Wettbewerben gehen. Oh, du bist so süß. Rücken. Kannst du das noch? Rücken. Ja, fein. Na, hopp. Nom, nom. Ja. Hier. Du bist gut. Anni, dein Hund glitzert. Richtig. Oh, du bist so süß. Was konnten wir dann nochmal machen? Drehen. Drehen. Ja, fein. Nom, nom, nom. Damit du dir das gut merkst. Männchen. Männchen. Ja, fein, ja toll. Das hast du gut gemacht. Platz. Oh, das kannst du richtig gut, ne? Rechte Pfote. Ja, inzwischen ist Kiwi wirklich richtig. Also, willst du haben? Dann nimm dir. Komm, komm, mach. Komm, komm. Das. Komm. Manchmal ein bisschen Begriff stutzig, aber... Du bist so süß. Ja, bist du die Süße? Ja, du bist die Süße. Ja, wer ist die Süße? Ja, Kiwi. Ja, Kiwi? Ja, du bist süß. Nein, du bist viel süßer. Oh Gott, du bist so süß. Oh. Oh, wie süß. Ja, wo ja? Ja, wo ja? Ja, weiter wo? Ja, weiter wo? Ja, ja? Oh, 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 oh. Oh. Da ist der Finger. Upp. Okay, Kiwi. Haben wir irgendwas Schönes für dich? Wie wär's mit dem Tennisball? Willst du einen Tennisball haben, Kiwi? Oh, oh Gott, ich hab's mit dem Tennisball getroffen. Der hüpft. Usch, usch. Kiwi. Kiwi. Kiwi, komm. Ja, fein. Bällchen. Sind der Herdash so... Oh, ich krieg den noch. Oh, ich krieg den noch. Ich krieg den nicht. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Oh. Kiwi, Kiwi, bring mir das Bällchen, Kiwi. Oh. Oh, wie süß. Ei, ei, ei. Hopp. Huch. Das ist so süß, wie sie einfach so auf dem Boden so rumfluffen. So patsch, patsch, patsch. Hier, komm. Hier, komm. Komm, Kiwi. Komm. Ja, toll. Hat sie schön gemacht. Bin ich ja...
Oh, ah. Das hat sie mir geklaut. Du kleiner Frechdachs, du. Ich mal drauf rumkauen. Das muss ja auch mal sein, alles klar. Okay, wie geht's dir? Du bist sehr hungrig. Aber sehr sauber, sehr gut. Du bist sehr hungrig, dann geben wir dir jetzt mal was Leckeres zu essen. Du sollst eigentlich vorher erst trinken, bevor du isst. Das macht man bei Hunden, so hat man mir beigebracht. Dass es besser ist, als wenn das Trockenfutter auf Wasser trifft. Ja, neues Wort, rumfluffen. Ja, es flufft rum. Nom, 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 nom. Ich habe extra die gute Hundebabymilch gekauft. So, und jetzt kriegst du Trockenfutter. Tada! Nuff, nuff. Oh, jetzt hauen sie rein. Oh. Nom, 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 nom. Wir brauchen anstelle von dem Mio Mio Song noch einen Hundesong. Wow, wow. Kannst du eigentlich auch jaulen, Kiwi? Au! Verstehst du? Na, Kiwi, Kiwi, komm her, Kiwi, komm her. Feine Kiwi. Ja, ja, du süße kleine Maus, du. Ui, süße kleine Maus bist du. Kannst du jaulen? Au! Kann man ihr das beibringen, Leute? Wisst ihr das? Au! Klingt schrecklich. Oh mein Gott, der Nachbarshund hat reagiert. Entschuldigung! Alles ist gut. Alles ist gut. Du bist satt, nicht durstig, sehr sauber. Alles in Ordnung. Es gibt später einen Trick namens Jaulen. Okay, das ist cool. Gucken wir mal. Amateurpokal haben wir schon gehabt. Die Trickliste. Was können wir dir denn heute noch alles beibringen? Also wir haben schon Springen. Das können wir noch nicht so gut. Das klappt aber ganz gut. Ist in Ordnung. Männchen. Rücken. Drehen. Totstellen. Platz. Ja, also Ivy ist gut mit dabei, ne? Was ist das hier? Das Betteln. Bei diesem Trick rollt sich dein Hund auf den Rücken und winkt mit den Pfoten. Oh, das ist Betteln, das ist so süß. Guckt euch das an. Bring ihn zuerst dazu, Platz zu machen. Halte dein Leckerli an die Seite deines Hundes. Lenke seine Aufmerksamkeit auf das Leckerli, indem du es hin und her bewegst. Das klappt nie. Bis sich dein Hund auf den Rücken rollt und einmal, zweimal, dreimal mit den Pfoten winkt. So bettelt dein Hund. Das klappt nie, das klappt nie. Achso, du musst ins Mikro vom 3DS pfeifen, dann müsste sie jaulen. Echt? Kann die pfeifen. Dass sie darauf reagiert. Okay, Kiwi? Platz. Platz, Kiwi, Platz. Wir haben keine Leckerlis mehr, kann das sein? Oh, jetzt guckt sie ganz treu. Wir müssen Leckerlis kaufen gehen, wir haben keine mehr. Ich hab so viel also ich habe nicht genug eingekauft anscheinend. Wir gehen jetzt zum Tierbedarf. Willkommen bei Bark, dem Laden für Haustierbedarf. Hier findest du alles, was deine Haustiere brauchen. Wie kann ich dir helfen? Hallo Sophie. Guck mal, Sophie ist bei uns die liebe Dame vom Hundeladen. Lass mal Kekse kaufen. Mhm. Das sind die teuren Hundekekse. Ein bisschen Spezialmilch können wir auch noch einkaufen. Gibt's auch mal irgendwann besseres Trockenfutter? Ich finde es schade, dass man nur noch Trockenfutter füttern kann. Trockenfutter ist nicht gesund. Also es gibt einigermaßen gesundes, aber dieses Pseudo-Weichtrockenfutter, das ist ganz gut. Das ist eine Katzenmusik, eine leichte fließende Melodie. Ich möchte Katzenmusik haben. Seifenblasen. Okay. Auch haben. Dann sind wir erstmal fertig mit dem Einkaufstrip. So süß, wenn Kiwi da so rumpatscht. So, oh, was mache ich jetzt? Stopp-di-dopp-di-do. Können wir die Musik im Hintergrund anmachen? Das wäre voll schön.
perfekte Katzenmusik. Kiwi! Ja, fein! Ja, fein, meine süße Mausi! Ja! Hast du mich gerade angenießt? Das ist so typisch Hund, ne? So typisch Hund. Ah, fein. So, Platz. Platz. Wieso klappt das nicht? Platz. Klappt so nicht. Okay, anders. Platz. Platz. Okay, Leute, was muss ich machen? Ich bin zu inkompetent. Kiwi? Platz? Ein Hoch- und Runter wählen oder so? Betteln! Okay, hab's geschnallt. Alles klar. Bisschen schneller hoch und runter. Oh, ist das süß. Betteln! Oh, ich hab's verkackt. Betteln! Betteln! Ey, geh mal fett betteln! Kiwi, ey, jetzt voll betteln zusammen! Ey, yo! Nintendogs Battle-Meisterschaft. Nein. Platz. Platz. Betteln. Betteln. Yay. Kiwi hat einen neuen Trick gelernt. Nein. So, alles gut. Ja, Kiwi hat betteln gelernt. Fein gemacht. Betteln. Oh, das ist so knuffig. Du bist so süß. Nom, 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 nom. Was kannst du noch alles lernen? Nein, ich wollte nicht Wettbewerbe gucken. Trickliste. Was haben wir hier alles Schönes? Kämpfen. Ja, genau, mit mir Kämpfen beibringen. So bringst du deinen Hund bei, Männchen zu machen. Das kann sie aber schon. Vielleicht ist das, was ich hier beigebracht habe, gar nicht Männchen. Sondern irgendwas anderes. Auf Kommando niesen geht auch. Kiwi? Ey, Kiwi! Kiwi, komm! Kiwi hat keine Lust. Ich habe ihr irgendwas anderes beigebracht anscheinend, aber nicht Männchen. Oh, oh. Das ist, vielleicht habe ich ihr ab beigebracht oder sowas. Was müssen wir eigentlich machen, um beim nächsten Wettbewerb teilnehmen zu können? Profi-Pokal. Was müssen wir dafür können? Oh, wir können schon alles dafür. Wollen wir erstmal kommen? Wir fangen langsam an. Wir fangen langsam an. Jetzt nicht die Pokal. Guck mal gerade, ob ich das Licht hier auf dem gerichtet kriege wieder, damit wir das mit dem Pokal machen können. Ein bisschen Geld verdienen. Ich glaube, die Lampe steht jetzt sehr komisch. Lampe, bleibt da stehen. Wir machen den Amateurpokal. Wir machen den Amateurpokal. Ja, ich habe meine AR-Karte. Meine R-Karte dabei. Ist mir voll die R-Karte. Willkommen beim Amateurpokal des Gehorsamkeitstests. Derzeit an der Spitze mit 60 Punkten Dina und ihr Herrchen Kirill. Und jetzt wird es spannend, denn wir kommen nun zur alles entscheidenden letzten Runde. Ah, wie süß. Unsere nächste Kandidatin ist Kiwi und Hannibella. Bitte um Applaus. Leute, Applaus, Applaus! Ah, sie ist schon voll motiviert. Zuerst das Pflichtprogramm. Kiwi zeigt uns nur die vorgegebenen Tricks. Ob ich das hinkriege? Drehen!
Ja, fein. Ein bisschen langsam, aber immerhin. Kiwi hält 8 Punkte für die erste Runde. Nun geht es weiter mit der nächsten Runde. Yeah. Sit. Oh, das hast du so toll gemacht, meine süße Maus. Yes! Kiwi hat 15 Punkte für die zweite Runde. Ich möchte... Patscha, patscha, patscha. Oh mein Gott, du bist so süß. Guck mal, der Stuhl schmeißt. Ja, patscha, patscha, patscha. Okay, alles gut. Und nun zur nächsten Runde. Drehen und totstellen. Okay. Drehen. Totstellen. Oh, das ist so ganz toll gemacht. Oh, du bist so süß. Yeah, 25 Punkte für die Runde. Zur Kühe. Oh Gott, was machen wir denn da? Okay. Drehen. Sitz. Sit. Platz. Wenn der keine Lust hat, ne? Pfote geben. Rechte Pfote geben. Männchen. Männchen. Fast. So knapp. Ja, 12 Punkte für letzte Runde. Gut, dann sind alle Vorführungen absolviert. Ich sehe, ist schon alles bereit für die Siegerehrung. Au! Schreibt mir also zur Verkündung der Ergebnisse. Mit 50 Punkten liegt auf dem 3. Platz Dalmatina Lola mit ihrem Märchen Tim. Und jetzt eine Überraschung, wie es aussieht, haben wir gleich 2 Teilnehmerpaare auf dem 1. Platz. Mit 60 Punkten gratulieren wir Platz 1 Shelty Dina und ihrem Herrchen Kirill. Gleich auf mit 60 Punkten können wir ebenfalls zu Platz 1 gratulieren. Yeah, Pudel Kiwi mit ihrem Frauchen Hannibella. Putzi, 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 putzi. Okay, alles gut. Die beiden erhalten ein Preisgeld in Höhe von 200 Euro. Damit endet der Amateurpokal des Gehorsamkeitstests. Am Mikrofon war Ted definitiv nicht Architekt. Tschüss und auf Wiedersehen. Yeah. Der Wettbewerb ist zu Ende und ihr seid wieder zu Hause. Jetzt habt ihr euch etwas Erholung verdient. Kiwi, das hast du so toll gemacht. Geht's, Kiwi? Alles gut? Satt, nicht durstig, rundlich. Naja gut, rundlich haben wir sie schon bekommen. Was soll ich machen? Mehr als Sport können wir auch nicht machen. Sie rennt ja sowieso den ganzen Tag durch die Gegend. Lasst uns mal beim Cursing mitmachen. Ich möchte mal Cursing machen. Willkommen beim Cursing Juniorenpokal. In den vorherigen Runden haben wir schon grandiose Debütierungen von einigen Teilnehmerpaaren gesehen. Julie und Billy sind ja süß. Oh, die Husky-Dame, ist die niedlich. Oh Gott, oh süß. Und guckt euch Billy an. Oh, der ist ja sowas von knuddelig. Besonders vielversprechend ist heute Kiwi mit ihrem Frauchen Hannibella, die das zum ersten Mal machen. Es kann ja heiter werden. Doch die Frage ist, werden sie sich gegen ihre Konkurrenten behaupten können? Wir werden es sehen. Okay. Nicht so schnell, nicht so langsam. Kiwi muss ja hinterherkommen. Ah, Kiwi. Kiwi ist so... Nein, Kiwi ist so schnell. Wie kommen? Kiwi, du schaffst das. Wow! Erster. Oh mein Gott, der Husky. Oh Gott, die sind alle so niedlich. Oh mein Gott, die sind alle süß. Au! Au! Die Ergebnisse liegen uns dann vor. Platz 3 dreht an den Schäfer und Billy und sein Herrchen Adriano. Platz 2 erringt Husky, Juli und ihr Herrchen Peter. Und jetzt beglückwünschen wir zu Platz 1.
Ah, oh, Bruder Kiwi mit ihrem Frauchen Annibella. Ah, oh, kann man essen, ey. Oh, du bist so süß. Die beiden halten ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro. Herzlichen Glückwunsch. Durch gutes Abschneiden hat Kiwi sich zur Teilnahme am Amateurpokal qualifiziert. Damit endet der Juniorenpokal des Cursing-Wettbewerbs mit Ted, definitiv nicht Architekt, am Mikrofon. Bis zum nächsten Mal. Oh, hast du so gut gemacht, meine Kleine. Du hast das so gut gemacht, Kiwi, Kiwi, Kiwi. Ja, Kiwi. Meine Süße. Kiwi? Ja, fein. Du bist eine ganz tolle Bissu. Du bist eine Bissu. Alles gut. Einmal streicheln. No. Kriegst du noch einen Keks? Oh, sie legt sich erstmal gleich hin. Sit? Sit? Sie mal gähnt nach dem Motto, ich hab keinen Bock. Nein. Platz! Immer schön üben. Pfote geben! Na komm. Hab's dir. Nimm's dir. Danke. Totstellen. Ja, fein. Oh, Strubel magst du nicht. Okay, dann nimm den Keks. Nimm den Keks. Gut. Sit. Spring! Achso, Kiwi! Kiwi! Kiwi, voll Aufmerksamkeit! Kiwi? Ja! Oh! Oh mein Gott, Kiwi ist ihm gefallen! Oh, du armes kleines Bossimo! Oh, du bist. So leid! Oh, du flauschig Knopsipu! Spring! Jawohl! Das, was ich als Männchen beigebracht habe, war also kein Männchen. Männchen! Nenn das Schwanzjagen. Du willst spielen, alles klar. Wir spielen. Wir spielen, alles klar. Guck mal! Kiwi! Oh! Hops! Hops! Kiwi! Kiwi, bring mir das wieder zurück! Kiwi! Fein. Hui. Hopp, 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 hopp. Oh, sie ist gefangen. Komm her. Kiwi, komm. Nimm das, Kiwi. Ja, fein. Und hopp. Sie fängt das nie. Das ist so süß. Sie ist so trottelig. Sie kommt da nicht. Also puff dagegen und puff, das braucht noch eine ganze Weile Übung, bis wir das auf die Reihe kriegen.